Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen, der Skylines am Start, genauso wie eine kleine Runde Let's Play Dark Souls Prepare to Die Edition. Im Hintergrund werdet ihr ein paar nörgelnde Geräusche hören von dem Slay, der gerade Skyrim zockt, und einem wunderschönen Kollegen, der irgendwie hier übernachtet, den ich noch gar nicht kenne. Macht ja auch nichts. Ich darf mich jetzt vor seinen Augen hier blamieren. Freut mich total. Wir drücken Start. Ah, ist das laut. Ja. Spiel an. Jetzt haben wir auch laut. So, wir sind bei Stufe 85. Spielen seit 71 Stunden. Bohrer nehmen wir auch direkt mal mit, den Charakter. Wunderrad suchen. Hat ja einiges getan, ist bei Dark Souls. Mal kurz gucken, ob alles aufnimmt. Er nimmt alles auf. Das freue ich mich doch. Und zwar sind wir hier in irgendeiner komischen Festung und waren schon hier hinten. Ich habe den Zwiebelsohn hier hinten gerettet. Und jetzt muss ich mal gucken, wie komme ich denn nochmal dahin? Ach ja, stimmt. So, lauf, 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 lauf. Wir haben die Abkürzung hier schon gefunden und bla bla bla. Und hier geht es halt ein neuer Weg. Hier soll auch irgendwo noch ein Boss sein, aber ich habe keine Ahnung, wo hier so ein Boss sein soll. Huch, was soll das denn? Ach, da oben ist noch der Bogenschütze. Ja, ja. Ihr seht, null Seelen, keine Menschlichkeit. Das ist, weil ich da hinten gestorben bin. Da habe ich gesagt, okay, bevor ich jetzt weiterspiele. Wir laufen immer noch mit der Waffe rum, weil ich habe keine Ahnung warum. Weil ihr könnt ja mal gerade meine Stats sehen. Ich habe Stärke 50 drinne. Was ja heißen soll, oh, er kann die größeren Waffen nehmen. Achso, das Schlangenschwert, ja. Ich weiß nicht, warum ich das ausgerüstet habe. Ich habe mir gedacht, okay, jetzt kannst du das Drachengroßschwert nehmen. Das Geile ist nur, wenn ihr jetzt auf die Stats guckt, und ihr seht, rechte Waffe 1, 512, rechte Waffe 2, 390. 390 hatte so um den Dreh rum unsere, diese jetzige Waffe, die wir haben, die ganze Zeit schon. Und diese Waffe, die man erst ab Stärke 50 tragen kann, ist genauso stark. Das macht keinen Sinn, verdammte Scheiße. Vor allem, der zieht gerade mal nur 72 Lebenspunkte ab, was total unnötig ist, nur weil ich noch nicht hochgepusht habe. Dann brauche ich den noch nicht Stärke 50 zu machen, ganz ehrlich nicht. Das ist ein bisschen unnötig. Ich kann ja mal gerade zeigen, wie wenig der abzieht. Da müssen wir uns gerade mal einen Gegner suchen. Wieso habe ich Menschlichkeit? Ich habe Menschlichkeit. Cool. Da ist ein Gegner. Den werden wir uns jetzt mal krallen. Komm her. Aua. Mhm, ist klar. So, 146. Haben das alle gesehen? Wir wechseln auf den hier. Ist Stufe 5 plus, glaube ich. 286. Oh, da kommt auch einer. So, aber wir wollen jetzt nicht einfach nur hier so in diesem Wintergarten ein bisschen rumlaufen, sondern wir sind aus einem speziellen Grund hier. Und zwar, um die Seelen wieder zu holen. Da beende ich das Video wieder sofort. Das andere wird jetzt keinen Sinn ergeben. Ach, scheiße. Ja, wieder unnötig. Aber unnötig, wie ich da hinten gestorben bin. Ist total geil gewesen. Ich habe den Weg kurz entdeckt. Ich wusste nicht, dass man da lang kann. Also habe ich das mal ausprobiert. Ich bin mit dem Kuro da dazugeguckt. Dann bin ich da so lang gelaufen. Und auf einmal wollte ich wieder hochklettern. Auf einmal bin ich irgendwo auf dem falschen Stein getreten. Und bin den ganzen Abhang hinuntergerutscht. Sah jedenfalls nicht schön aus. Und zwar wollen wir hier rein. Jetzt müssen wir uns erstmal um die beiden Kollegen hier kümmern. Au. Wir haben uns gegenseitig gesmashed, Alter. Zack! Zack! Knie nieder vor deinem Meister. Oder Pfeil auf dem Rücken, ist mir egal. Jetzt müssen wir kurz gucken, wo bin ich denn langgeläuft?
Bin ich denn lang gelaufen? Da liegen sie, glaube ich. Kristallhöhle. Da ist sogar mein Blutfleck noch zu sehen. Wollt ihr mal sehen, wie ich gestorben bin? Ich weiß nicht, ob ich das selber sehen kann. Ah, kann ich nicht selber gucken. 42.000 Seelen. Miep! Wo kommst du denn her? So viel dazu. Boah, ich hab's geschafft. Gut, ja, also wir haben hier ein Problem. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt da hinkomme. Da runterkomme, unbeschadet. Am besten wir nehmen diesen Weg. Das wäre vielleicht mal ein Anfang. Also wie gesagt, ich kenne das jetzt gerade gar nicht. Von Game One habe ich auch nicht weitergeguckt. Ist für mich jetzt auch alles komplett neu. Ich habe das Lord Vessel schon abgegeben. Sprich, leider habe ich die Four Kingdoms. Four Kings kann ich nicht an. Nein! Ist ja geil. Der Mondlichtfalter ist auch wieder am Start. Ist ja cool. Freue ich mir ein bisschen. Geil. Das ist mit der einer der schönsten Endgegner. Alter! 1, 2, 3. Da tanzen einfach mal gerade 3 Stück davon rum. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Außer 3 Mondlichtfalter platt zu machen. Das Geile ist ja, ja doch, die sind ja ein bisschen, zu dem Zeitpunkt waren sie stark. Das Geile ist ja, wir haben den ersten auch mit dieser Waffe fertig gemacht. Da war ich, falls ihr das gesehen habt, da war ich clever. Ich konnte zwar die Waffen noch nicht, an sich noch nicht führen, einhändig, aber habe ich es einfach auf zweihändig genommen, habe damit den Mondlichtfalter platt gemacht. Das war total clever von mir. Und, ja. Ich finde die eigentlich voll schön. Das Einzige, wer noch schöner ist als der Mondlichtfalter, ist Sif. Sif ist ein richtig schöner Endgegner, Alter. Und das ist auch noch das Schild. Ich könnte zwar, ich habe jetzt ein besseres Schild zwar gefunden. Achso, nein, das war falsch. Jetzt müssen wir uns erstmal wieder ausrüsten, bevor wir da. Ich habe offenweise gerade Kristallschwerter, ich weiß nicht warum. Wir haben ein verzaubertes Falkion. Wusste ich gar nicht. Ja, ich habe mir Schwert des Grabfürsten geholt. Großartig des Drachenkönigs könnten wir auch nehmen, aber es hat auch nur 380. Das ist total bescheuert, Alter. Hast du damals einfach nur OP-Waffe gefunden? Ja, ich habe damals die OP-Waffen gefunden, konnte es aber noch nicht führen, aber jetzt könnte ich sie führen, aber sie sind zu schwach. Alter, wo willst du hin? Wir haben letztens, also ich habe letztens etwas Wunderschönes gefunden. Und zwar mein erstes Lieblingsschild in Kristallform, der Kristallritterschild. Hat zwar 105 Verteidigungspunkte, im Gegensatz zu denen ja halt schon ein bisschen mehr. Das Problem an sich, der hier hat halt Haltung 88, also Stability 88 und der gerade mal 70. Und daher will ich doch weiterhin lieber Großschild von Artoris nehmen. Sieht die geil aus. Die Seele haben wir übrigens auch noch. Ich weiß immer nicht, was ich daraus machen soll. Ob ich wirklich den Stab daraus basteln soll. So, meine Hübsche. Jetzt geht's los. Scheiße, hat mich Nein! Oh, haut sie 2 raus, die miese Sau. Seit wann hauen die 2 raus? Scheiße! Falsche Attacke. Wir haben nicht gerade viel Platz. Scheiße! Ach! Man erkennt auch nicht, auf welche Attacke sie einsetzt, ey. Alter. Oh, landet die auch irgendwann mal, oder? Fick dich!
Okay, das war schlecht. Oh, das war knapp! Die landet nicht! Warum landet die Schlampe nicht? Die landet nicht! Vor allem, ich habe immer noch den lächerlichen Pissbogen. Okay, was ist das? Habe ich hier mit einem Schlag gerade so viel abgezogen oder ist das wegen dem Fall jetzt gewesen? Also ich könnte jetzt hier mit malfektieren, das wäre aber voll lame und so. Ich habe ihr den Kopf getroffen, keine Ahnung, wo sie den Kopf hat. Boom! Boom! Das macht doch jetzt keinen Sinn! Ich habe keine Assist Flasks mehr! Warum musst du nicht landen? Ich verstehe es nicht. Wie soll ich dann bitte schnell einen Mondlichtfalter töten? Vor allem mit keinen Assist Flasks mehr. Weil das ist der erste Gegner in dieser scheiß Kristallhöhle. Und wir haben keine Assist Flasks mehr. Scheiß, hat mich noch getroffen. Normalerweise müssen wir jetzt eigentlich schon wieder zurückrennen. Was ist denn hier? Wer kann denn so bescheidene Textsprachnachricht verstecken, Alter? Die kriegt doch nicht erreicht. Von wo muss ich lang? Muss ich springen? Ist ja relativ bescheuert. Alter, ich will wissen, was da steht. Da steht wahrscheinlich sowas wie Edgy Badge oder sowas. So, dann müssen wir wieder hochlaufen. Ich muss nochmal kurz zurück am besten. Das war jetzt mal mega fail, diese Aktion. Gut, sie wird jetzt gleich wieder volles Leben haben. Oh, ich habe 3 Menschlichkeiten. Da werden wir mal eins mal wahrscheinlich ausgeben, würde ich mal sagen, wa? Können wir, glaube ich, noch ein Level-Up mitmachen. Dann geben wir eine Menschlichkeit noch aus. Ich habe eine Idee, was wir... Genau, wir werden eine Menschlichkeit mal reposten. Und, also was heißt reposten? Das Leuchtfeuer entzünden. Damit wir 10 Assist Flasks haben. Ich glaube, die könnten wir jetzt echt dringend gebrauchen. 3 Menschlichkeiten so. Ich habe noch genug, glaube ich, so in der Tasche. Wollen wir mal gucken. Ja, ich habe immer noch die Ohrensteinrüstung, weil ich bis jetzt noch keine bessere gefunden habe. Ich suche immer noch die Havelrüstung. Ich habe keinen Plan, wo ich die Havelrüstung finden kann. Aber ich will ja eigentlich ein... Ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Ich will eigentlich einen Tank spielen. Da ist mir, ob ich jetzt Fast Roll oder Speed Roll habe, vollkommen scheißegal. Ich will halt... Ja, tankmäßig halt rumgammeln. Achso, hier ein mega geiler Grafik-Fail. What? Au! Und das war ein Teil im Kopf. Fuck it! Jedenfalls die Leiter. Die spinnt ein bisschen. Lauf, 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 lauf. Ich hab kein Leben mehr, guckt euch das an! Scheiße, das war knapp! Alter, ich hab keinen. No! Ey, der hätte mich jetzt einen Fehler treffen können, ich wäre gestorben. Was im Scheiß? Menschlichkeit. Seltener, winziger, schwarzer, am Leichen gefundener Schemen. Du erhältst einen Menschlichkeitspunkt, kannst aber nicht kacken gehen! Kacken ist wichtig, Leute. Du gehst auch kacken. Ja, genau du. Vor allem du. Vor allem, warum wollte ich die Leiter hochklettern, nicht Vollidiot?
Ich bin so genial. Wenn ich's nicht bin, dann ist es keiner. Ja, ich musste eigentlich nur geradeaus laufen. Ich hätte die Leiter gar nicht hochlaufen müssen. Entfachen. Keine Entfachung als Hülle möglich. Aushöhlung im Kern. Ja. Menschliche Gestalt angenommen. Entfachen. Ja. Bitte. Und schon haben wir die 10 Estus Flasks. An diesem, aber auch nur an diesem, Bonfire. Aber die können wir, glaube ich, echt dringend gebrauchen. Das Problem ist natürlich jetzt, dass wir jetzt natürlich invaded werden können. Aber das wurde ich schon A, lang nicht mehr und B, noch gar nicht. Also, sollten wir mal, ja. Auf jeden Fall werde ich Dark Souls noch in Dingens durchspielen, Dark Souls 1, in, der verbesserten Variante, also hier in, wer ist denn nochmal? Ach, wir haben vergessen zu leveln. In, Scheiße, das kann ich nicht auf den Namen. Wenn man es halt ein zweites Mal durchspielt, ist alles schwieriger halt, ne, dass ihr wisst, was ich meine. Und wenn nicht, lest es nach. Kann ich alles für euch machen. Bin ich bescheuert. Yeah. Vielleicht. Aufsteigen. Nein, nicht verlassen. Aufsteigen. Aufsteigen. 44.441 Seelen haben wir. 43.539 brauchen wir. Ich will ja ein bisschen Kondition auch gerne ein bisschen hoch und so ein bisschen. Ich glaube, das machen wir jetzt noch auf 33 und danach gebe ich mal wieder Vitalität ein bisschen was aus. Ich weiß, da habe ich Beweglichkeit habe ich komplett außen vor gelassen jetzt nur noch. Könnte man die Kommentare schroten, aber wir machen es jetzt auf jeden Fall so. Okay, ich habe ein Rufsymbol hier. Ich wüsste jetzt nicht, warum ich jemanden rufen müsste. Auf jeden Fall hat er eine Maske der Mutter auf. Wir werden irgendwann herausfinden, warum wir sie, warum wir hier Personen rufen können. Vielleicht ist er wirklich da irgendwo ein Endgegner. Aber möchte jetzt erstmal alleine hinkommen und einmal alleine ausprobieren. Ehrensachen, Digga. Also AP ist wirklich für mich wieder blind alles. Ich bin jetzt ein bisschen weiter, als ich in der Serie von knapp durchgenommen bin. So, natürlich sind jetzt auch die Gegner wieder da. Oh, da ist noch einer. So, Feierabend. Mehr Schnuffel. Da sind 200 ausgeben, die Dinger. Ein ganzes Wochenende. Scheiße. Er hat ein schwarzes Bildschirm. Der ganze Wochenende. Scheiße. Boom. Der hat gesessen, Alter. Der hat leider auch gesessen. Okay. 2-4 haben wir wieder dazu. Also zur Zeit wird das echt schnell, aber ich brauche natürlich auch jetzt wesentlich mehr Seelen. Je höher die Levels, desto mehr Seelen. Okay, den Mondlichtfighter kriegen wir jetzt nicht wirklich. Ich habe zwar einen besseren Bogen, aber mir fehlen einfach die Anzahl an, Du blöder Wichser! Du kleine dreckige Schwuchtel! Kacke! Ich habe auch sogar noch was vergessen, und zwar in dieser dunklen Höhlengedönse. Leck mich! Aber ich kann mich jetzt natürlich auch nicht entfachen, Alter. So ein Wichserei hier. Kacke da. Was ist das jetzt gerade für Scheiße? Ich denn das Mammut nicht? Schnauze! Skyrim interessiert jetzt hier gerade keinen. Skyrim interessiert nur jeden Sonntag jemanden. Ja, Sonntags ist Skyrim-Tag, weil ich zu faul bin, Videos für Sonntag zu rennen und selber hochzuladen. Deswegen macht das der Kuro. Der lädt die hoch und rennt und sowas. Ich habe damit nichts zu tun. Ich kümmere mich auch nicht um die Slay-Videos von Need for Speed. Mach ich am Wochenende. Heute ist Wochenende. Nein, heute ist Freitag. Ja, richtig. Du kannst das. Es ging ums Hochladen. Ich hab ja Material.
Tschüss. So, relativ unspektakulär. Aber das ist halt nochmal Dark Souls zum Teil. Also, wenn man die Kämpfe halt schon weiß und sowas. Dann ist halt wirklich nur noch das Auswendiglernen der Bewegung der Gegner. Nicht mit mir, Freundchen. Vor allem dachte ich eigentlich, ihr wären aus Eis, aber jetzt. Fick dich! Wie weit reicht denn die Scheiße hier? Und weg mit dir, Putzlappen. Hui. Super, hier bin ich falsch. Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich eine erfolgreiche Schaltung oder was? So, da liegen unsere Seelen. Unsere Menschlichkeiten. Jetzt kein Bock, mich nochmal menschlich zu machen. Scheiße, weißt du, mache ich mich einmal menschlich wieder oder an so eine Kacke. Sorry, Leute, aber hier ist auch kein Bock, nochmal zurückzulaufen. Oh, sag hier. So, wie gesagt, die Mondlichtfalter, die kommen nicht auf den Boden, um sich auszuruhen. Ergo, sie funktionieren nicht so wie der erste Mondlichtfalter. Er ist noch activated, aber wahrscheinlich hat er wieder seine vollen Leben. Oder ist er noch activated? Scheint nicht so. Ich finde das ein bisschen merkwürdig gerade. Natürlich hat mir das Leben mit. Lauf. Scheiße. Jetzt sind wir am gleichen Problem wie eh und je. Ich habe hier einen Schlag versetzt. Ja, das dauert zu lange. Ich kann mich jetzt erstmal wieder kurzzeitig hier hinter verstecken mal. Ich kann mal abwarten, was sie so macht. Wäre auch scheiße, dafür jetzt eine Stunde Videomaterial zu verschwenden. Da hat sich Skyrim wieder aufgehangen. Ja. Skyrim ist ein super Spiel. Was? Ich hab ihn dabei. Was hast du gesagt? Skyrim ist ein super Spiel. Ich weiß. Ich hab echt keinen Plan, Leute. Muss ich die jetzt töten, damit sich ein Weg aufmacht, oder? Au! Bist du bescheuert? Du hast ein Stück Vieh. Glaubst du zu fluchen? Ich hab hässliche Ohren. Ach komm! Lutscht doch alle Nazi-Penisse. Was zum Fick war das? Das war die Flasche. Also du. Na, die Cola-Flasche. Leute, ich habe keinen Plan. Es geht nur dieser eine Weg runter. Warum um alles in der Welt? Warte mal. Warum ploppen die hier auf? Das wollte ich nicht riskieren. Ernsthaft? Fickt euch? Ein Weg ist voraus. Das wäre geil, wenn du es mal hier geschrieben hättest, du Affe! Du blöde Scheißkerl! Ist nicht hilfreich!
Okay, ich muss jetzt den Dingen hier folgen, wo sie hier aufploppen. Dann sehe ich ungefähr, wo ich lang muss. Wenn ihr sagt, voraus, heißt das doch geradeaus. Ja, aber geht hier vielleicht eine Kurve oder sonst irgendwas? Musst du sehen, wenn du abspielst. Ist das mies. Da hinten haben wir gleich so einen Typ, der auf uns wartet. Der Mondlichtfalter ist angepisst. Wäre ich auch, wenn ich mitten am Schlafen wäre und irgendwer haut mir so einen Kolben auf drüber. Okay, cool. So. Ist das ein Special? Oder versehe ich mich da jetzt gerade? Nein, das ist schon wieder ein Goldener. Ist das schon wieder ein Zwiebelsohn? Scheiße, zweiter Schlag. Ja, ja. Das macht das ein zweiter Schlag. Boah. Das war knapp. Alter. Drehen. Erstes Fest. Okay, ich hab's nicht gesehen. Nein, diesmal ist kein Zwiebelsohn rausgekommen. Alter, ich krieg ein bisschen einen Schiss hier. Alter, warum? Das ist so gemein, ich konnte gerade nicht an die Seite hier laufen. Ich wäre fast runtergerutscht. Verdammte Wichse. Und mit den Attackation ist er wahrscheinlich direkt irgendwo, wo wir ihn nicht treffen können. Dann hätte ich ein Problem. Okay. Alter! Alles cool. Ich hab nichts gemacht. Ich bin ein Fan. Ich bin ein Fan. Ein riesengroßer Fan. Lass mich in Ruhe. Natürlich trifft sie mich. Wie unnötig. Ich kann da runterspringen, ne? Dann bist du aber tot. Nein, bin ich nicht. Juranimo! YOLO! Erstmal sollte ich mir ein bisschen live. Live ist live. Oh, da schon wieder, ihr rutscht echt dumm runter irgendwie. Nein! Ich wollte da drauf! Ja, das ist doof. Aber jetzt wissen wir, wo wir hin müssen. Schwarzer Lebewohl, Kristall. Was soll mir das jetzt sagen, du Arschloch? So, immerhin haben wir unsere 10 erstes Flasks wieder zurück. Ich bin am überlegen, ob wir jetzt einfach durchsprinten, weil nochmal diese ganzen Kristallfreaks wollte ich jetzt nicht machen. Hör auf, deinen Arsch zu kratzen. Ich kratz mir nicht am Arsch. Ich renn mir nicht am Arsch. Lappen. Hui. Und Düsen im Sauseschritt. Es geht so schief. Lass mich los. Lass mich gehen. Ich hab die Nabelschnur. Die Drachen wollen fliegen ohne feste Spur. Bleiben die da stehen? Nein, die bleiben nicht da stehen. Cool, das hat funktioniert. Ich meine, war voll geplant. Ist klar. So, diesmal lassen wir Onkel Ben da unten in Ruhe. Warum sagt ihr nichts, Leute? Oh, schade. Das war Absicht. Zu früh ausgelacht. Komme ich denn da hoch? Ich muss wahrscheinlich springen, sprinten. Jetzt ist das jetzt dein Ernst? Okay, Fredo. Du weißt aber schon, dass ich einen Vorteil habe, ne? Weil ich. Yeah, grauer Brocken! Okay, wir nehmen Anlauf. Springen da runter. Oder komme ich hier irgendwie seitlich dann vorbei?
Ich würde sagen, was ist das denn? Oder? Da komme ich nicht hin. Immerhin kein Leben verloren. Boah, ich muss nur. Ich habe ja eine Feuerhüterseele. Scheiße, ach, die Feuerhüterseele muss noch auf verbrauchen. Das habe ich jetzt nicht mehr dran gedacht. Ach komm, ich war drauf, du Heslon. Trollalalalal. Du verlierst dein SCNS ist fest, direkt nur an dieser Stelle, weil du hier springen musst. Und dann ist wahrscheinlich sowas Beschissenes wie Seele des Kriegers oder sowas. Was kein Schwanz braucht bei diesem Level. Du musst später springen. Später kann ich nicht springen. Ja doch. Meinst du um 12? Ich spring ein bisschen weiter vorne. Wo weniger Abstand ist. Da so. Ja. Dahin springen. Nein! Ja, nicht dahin, aber jetzt an der Stelle rüberspringen. Ich brauche nee, das Problem ist, wenn ich ohne Anlauf springen drücke, passiert das oder das. Oh. Warum verliere ich denn hier Leben, verdammte Scheiße? Das Vieh muss denken, was macht der die ganze Zeit da? Ich habe eine andere Idee. Cleverness over 9000. Es wird nicht funktionieren, weil ich nicht so scharf in die Kurve rennen kann. Idee gut, Umsetzung schlecht. Ich will diese scheiß Item-Kacke haben. Und wo aus könnte man clever... Okay, es funktioniert nicht. Die Definition von Irre bedeutet im Endeffekt immer wieder das Gleiche zu tun und jedes Mal ein anderes Ergebnis zu erhoffen. Oder wie war das? Ja. Nur bei dir kommt wieder immer dasselbe Ergebnis bei mir. Ja, deswegen. Das ist ja die Definition von Irre. Ich erhoffe mir jedes Mal ein anderes Ergebnis. Ja, das ist echt so ein unsichtbarer Weg wieder. So wie sie in der Luft zerploppen, könnte ich mir das vorstellen. Fick dich! Okay, Menschlichkeit. Haben wir zum Glück noch nichts verloren von! Menschlichkeit hat sich das gelohnt. Zwei Estus Flasks zu verbrauchen. Ja. Auf jeden Fall. Sofort. Ja. Ohne Wenn und Aber. Da war doch gerade noch so ein Ding da. Nee, war ein Gegner. Lauf! Lauf! Nee. Geil wäre es, wenn du dann irgendwas abstürzen hörst, Alter. So. Und denkst du, what the fuck? Ach, das war dein Tod. Hier ist es ist echt problematisch, Leute. Das ist scheiße, ist das. Wenn hier lang läufst, ist alles kein Problem. Aber wenn du von hier aus dahin läufst, dann wirst du nach unten gedrückt, Alter. Als wenn du gleich die Klippe runterspringen würdest. So, warte mal. Wo war das? Da. Ui. Das ist ein Desaster! Das funktioniert nicht. Ich glaube, da waren eine Schläge. Spiele machen nicht aggressiv, nein! Verdammte Wichse. Denk dran, wir haben dich alle lieb. Mikrofon! Du hast heute schon wieder stark gescared. Scheiß Wissenschaft! Na was? War doch alles super. Ich mag das Spiel. Verdammt nochmal! Das Geile ist, ich werde es jetzt nochmal ausprobieren. Ich kenne mich. Richtig. Wir müssen mal gucken, ob wir vielleicht Harvest Schild schon haben. Und Harvest Schild hätten wir vielleicht noch eine größere Stamina. Das wäre vielleicht ganz praktisch. Ja. So, Onkel Pedro Titte da unten will ja unbedingt rammeln. Da wird er uns gleich Attacation, egal wie weit wir rennen.
hoffen wir einfach weiter sprinten können. So, komm, angerannt, damit ich über dich jumpen kann. Danke. Und tschüss. Lauf doch! Aber falsch angekommen. Ja, es ist dieser 0815 Actionhelden-Landeplatz-Stand-Ding. Genau wie die Superman Gaylock, das will auch keiner. Fick dich! Ja, weißt du noch, wie du ankommst? Ja, diese Klugscheißer. So. Und nicht düse im sauren Schritt. Oh, ein schwarzer Fleck, den habe ich ja noch nie gesehen dort. Da liegt auch noch. Da kann man lang. Da liegt eine Leiche. Hätte was ich denn da hinten gesehen? Wo? Da lag keine Leiche. Da lag keine Leiche. Willst du mich rappelschanzen oder was? Da unten leuchtet's. Ja, du kannst dich. Ja, du kannst nicht drauf springen. Das nee, doch! Wenn ein Item ist, kannst du drauf springen. Das war eine sinnlose Aktion. Wie oft wir diesen Satz heute schon gelesen haben, ist so geil. Da kann man drauf. Da ist doch der Weg. Oder ja, ich weiß, aber ich muss erstmal drauf kommen. Spring drauf. Alter, leck mir am Arsch! Ich muss von da aus ranspringen und fertig ist die Lauge. Nee, du musst nicht. Weil ich kann von hier aus anscheinend nicht springen. Was zum Fick ist das jetzt? Gleich fällst du tief. Fickt euch, ihr Schweine! Blöden Spieleentwickler hier! Lackaffen! Alter! What the? Fick dich. Ach, Goldner. Oh, das war knapp. Der zweite Schlag. Und stirb. Fick dich! Du dumme, kleine, dreckige Fotzen oder Schweinebacke! Mann, wieso hat der zweite Schlag nicht gesessen? Skyline, du standst nur direkt daneben, deswegen triffst du auch nicht. Scheiß Nerd hat die Fresse. Ich hab getroffen. Da! Um meine Wut zu kompensieren, werde ich dir jetzt an leichte Gegner ranmachen und sie töten. Und wehe, ich sterbe dabei. Stirb! Haha! Ich bin starker Gegner! Du hast einen Pfeil in der Schulter. So! Der Männlichkeit ist Genüge getan! Bleibt normal! Wie lange nehme ich überhaupt schon auf? Noch keine Stunde. Wirklich, Herr Schlaumeier! Keine Ahnung, ich habe nicht geguckt, wann du angefangen hast. Halbe Stunde nehme ich jetzt auf. Ihr hättet es auch mal in die Kommentare schroten können und mir sagen können, wie lange ich schon aufnehme. Vollen Säcke! Kommentare sind doch lustig. Das freut selbst die Zuschauer. Und ich jetzt schon was sagen. Die wollen, dass ich so mit denen umspringe. Das gefällt denen. Die stehen da drauf. Ja. Später hole ich die Peitsche raus und dann geht's ab. Nein, du verkneifst dir jetzt mal deinen Kommentar, sag mal. Oder du verkneifst deinen Hintern sonst. Ganz wehtun. Lieber mit dem Steam-Navi, der gefällt mir besser. Welcher? Dieser Fettsack? Klar. Also Leute, ihr habt's gehört, auf Steam alle Pisa Fettsack enden. Kein Problem. Wieder 0815 Gamer-Gangster-Landung hier. Superhelden-Gamer-Gangster-Landung. Superhelden-Gamer? Ja. Ich habe letztens super Wortwitz bei meiner Ice Bucket Challenge rausgehauen. Habe ich nur leider im Video währenddessen verkackt. Aber ich habe ja noch nicht hochgeladen, du Hässlon. Richtig? Nee. Ich finde das sowieso relativ affig. Wenn man das macht, sollte man auch spenden. Ich habe kein Geld für Spenden, also mache ich es auch. Ja, du musst ja nicht spenden, wenn du es machst. Doch. Du musst nur spenden, wenn du es nicht machst. Nein. Doch. Sind da jetzt schon zwei Sonnen weg? Weg voraus. Hier. Ich habe auch kein Geld zum Spenden. Oh, aber ich habe meine
Aktion anders gemacht. Ich habe euch informiert. Ich wusste es doch. Noch mal zurück. Von da führt 100 Pro noch einen Weg rüber. Stimmt. Das Boron! Ich schon sagen, aber du hast mir ja nicht zugehört. Das Problem ist, ja, ich höre dich halt schlecht. Wenn da jetzt kein Weg ist, dann verliere ich die Menschlichkeit. Okay. Dark Souls ist so eine miese Sau. Jedes Mal, wenn du es komplett von neu spielst, also wenn du es zum ersten Mal spielst, entdeckst du immer wieder Neuheiten. Schreib dieses fucking hier doch mal da hinten hin, du Heslon. Yeah. Hallo. Scheiß, wie geht's lang? Da lang, da lang. Geradeaus, renn! Ja, wenn man natürlich... Das ist natürlich jetzt geil, ne? Du musst auf deine Umgebung achten und dann siehst du ja, dass diese Kristalle hier daran kaputt kloppen. Ich fahre hier gleich runter wahrscheinlich. Nein, doch nicht. So, du und ich. Beide in unserer goldenen, schimmernden Rüstung. Gay! Ha! Gay! Ich komm her! Danke, Pedo-Titte! Komm schon fein! Komm fein! Wenn du nicht kommst, komm ich! Er hat dich immer noch nicht gepult? Da! Bam! Voll auf die Fresse! Okay, das Duell hätte ich verloren. Zwei Stunden später. Ich werde voll rot im Gesicht, ey. Alles ist kacke jetzt. Ich wollte mal die neue Höhle mit euch kundschaften und wir haben nicht mal die ersten 2 Meter davon geschafft. Jumping! Aber dir geht's gut, ne? Ja, geht's super. Ha! Affenvieh! Das ist dein Stil. Leute, er hat sowas von recht, ey. Boah, das muss das erste Mal gewesen sein jetzt. Ich hab halt so abartig gute Laune. Ist nichts Neues bei dem Jungen. Rollin', 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 rollin'. Aha. Ich glaube, wir können jetzt 2 Folgen draus machen. Wo bist du überhaupt dann heute übernachten? Im Sitzsack. Den muss ich mir noch rüberholen. In seinem Zimmer. Jetzt haben wir schon 3 clevere Nachrichten hier drauf. Weil man die auch nicht als am Anfang hinlegen können. Einfach geradeaus weiter. Ist doch schon mal positiv. Can you hear my imagination? I'm cooking it like someone who pressed this up. Which took me, which changed my mind. Seeing the symptom of foreign estimations will change your mind. Which shines tricks to one pizza, arsenal, neck, neck, amnesia. Leute, ihr könnt ja mal in die Kommentare schrotten, wie oft Sky dieses Mal gestorben ist. Es ist ganz leicht, immer einfach mal mitzählen, wie oft da das mit dir verloren und gut steht. Garantiert oft genug. Nein, du fällst nicht darunter. Kein zweiter Schlag, ich hätte den zweiten Schlag erwartet. Alter, leck mir am Arsch. Fällt's gleich. Oh, das war knapp. Hahaha! Kurz die Coolness verloren, ne? Ja. Und das für ein scheiß fucking blauen Brocken, oder was?
Scheiß kann in der Hose knüpfen, du dummen Tricks, ach, kann ja bisschen hecken, Scheiß. Da ist nicht weiter. Ach, wirklich? Sie doch irgendwo ein schöner Teil fucking Weg. Das war jetzt die Kristallhöhle oder was? Ne, da hinten jumpt auch noch einer rum. Da hinten musst du hin. Vielleicht kann ich da runterrutschen? Boah, so lange tut meine Stimme weh, Alter. Ich glaube, da war wieder so ein unsichtbarer Weg, oder? Ich glaube, ich habe eine Idee, was ich machen muss. Fällt jemand zum Lachen? Ja, ich bin bereit. Er ist nicht gesprungen. Ich habe springen gedrückt. Aber ich weiß, boah. Ich laufe weiter. Verdammte Kacke. Also langsam verliere ich auch die Lust. Ja, was hat diesmal eine kurze Methode? Uah. Nein! Das wird eine Schandpeile! Ganz ruhig! Immerhin haben wir jetzt diesen fucking Arschloch besiegt. Ja, der ist jetzt wieder da. Ne, der ist tot. Bist du? Hm? Wieso ist der tot? Weil das ein, so ein Zwischendödelboss ist, keine Ahnung. Und die kommen halt nur einmal. Ach so. Blah. Rutsch! Klatsch! Ich wollte auch ein Harvest-Schild gucken, ey. Das habe ich schon wieder vergessen. Erinnert mich gleich mal dran, dass ich diesen Harvest-Schild nachgucken wollte. Wer jetzt? Ich? Nein, die Zuschauer. Was? Von da hinten sieht es auch so aus, wenn es lang gehen würde. Da geht's nicht lang, es geht hier lang. Ich frag mich, wo wir rauskommen werden, wenn wir... Fick dich! Wenn wir da durch sind. Weil Dark Souls an sich ist ja so geil, dass du halt immer wieder weißt, wo du bist. Zum Beispiel in dieser Höhle, in dieser Burg da oben, die da drinnen waren wir eigentlich am höchsten Punkt von Dark Souls. Und da unten drunter war nämlich Arnor Londo. Arnor Londo, wisst ihr ja, diese geile Stadt ever, Alter. Da ist jetzt übrigens alles dunkel und düster. Ich weiß nur, ich habe die Prinzessin getötet. Also die größten Mopse, die ich je gesehen habe. Deswegen nenne ich sie auch liebevoll Mopsi. Oh mein Gott, war der schlecht. Aber er war von mir. Aber, Das hat er dann gemacht? Ja. Keine Ahnung, ich habe den Abonnenten gesagt, sie sollen mitzählen. Wieso den Abonnenten? Den Zuschauern? Den Zuschauern, ja. Es gucken ja nicht nur Abonnenten zu. Ja, stimmt. Es gucken ja nicht mal Abonnenten dieses Video, wetten? Ja, deine Videos sind wahrscheinlich so lustig. Pah! Dieses Video bestimmt. Ich muss da drauf, da ist doch auch was zu sehen, oder nicht? Oder vertue ich mich da jetzt? Keine Ahnung, versuch's nochmal. Hast du den Gegner geplättet? Ja. Ja. Hat er nicht gerade vorne noch irgendwas? Hat er schon eingesammelt. Ja, wenn ich da unten lande, bin ich auch definitiv tot, aber du musst da ja lang. Oder du musst oben irgendwo lang. Nee, glaube ich nicht. Versuch's. Vor allem in diese Richtung geht's auch gar nicht weiter. Du kannst da hinten ja nirgendwo weiterlaufen. Ja, du musst. Aber da ist ja eine Leiche da unten, oder was das ist da. Da schimmert doch was. Oder sieht das jetzt nur aus? Hey, warte! Ah, nee, stopp, das war von dem Untergang. Schon gut. Du schimmst gar nicht weit genug. Du kommst da nicht weiter. Jut. Dann kann ich so viel ausprobieren, wie ich will. Da kommst du nicht lang. Helm, schwarzer Ritter. Hi. Ihr habt mich jetzt schon wieder vergessen, zu informieren. Schämt euch jetzt mal. Ernsthaft. Das ist eine Kooperation, was wir hier machen. Was, wo, was informieren? Schämt euch einfach. So, habe ich überhaupt Harvest Schild? Das müssen wir jetzt mal gucken. Nein. Ich habe ein Schwarzeisenschild. Silberritterschild. Keine Ahnung, irgendwie feiern die Leute den Silberritterschild. Nee. Ich müsste mir jetzt mal die Havel-Rüstung mal zusammensuchen. 80 hat er, Eisenschild. Und das hat 96, ist schon plus 4. Was hat er denn für... Oh, nur 71. Ne, dann brauchen wir den auch nicht.
echt Artorias Shit immer noch das Beste. Ja, und hier haben wir auch nichts Neues. Das nächste Beste war halt. Das nächste Beste wäre halt im Endeffekt. Das kann man jetzt auch sehr zweideutig sehen. Es gibt kein nächstes Bestes. Auch schön. Probe der Kanalisierer. Auch schön. Silberritterrüstung. Die hatte ich ja kurz an die Hand. Die war ganz nett. Umarmte Rüstung irgendwas. Keine Ahnung. Schwarzeisenrüstung gibt es halt noch. Viel, ich tue ja gut, man könnte natürlich 15,6, man könnte natürlich noch verbessern, ist klar. Weil leider kannst du die Ohrensteinrüstung halt nicht verbessern. Die hat halt 12. Müssen wir langsam mal wieder reparieren, ne? 488. Wenn wir mal gerade da sind. Ach, wir haben ja gar keine Seele! Scheiße. Es ist immer irgendwas. Na jedenfalls müsste ich demnächst mal so ranklotzen und Rüstungssammeloptionen durchführen und sowas. Also Havels Rüstung wollte ich eigentlich gerne mal ausprobieren. Schornstein können wir nicht. Smog und Schornstein. Also Schornstein haben wir hier an. Smog können wir aber nicht nachgucken. Weil Smog haben wir als erstes geplättet. Die Sonne, sie blendet. Wieso habe ich Leben verloren? Ich bin wahrscheinlich mit dem Kopf gegen den Kieselstein gerannt. Das sieht mir oft. Mit dem Kopf gegen den Kieselstein gerannt. Gerammt, ja, gerannt, gerammt, gebannt. Okay, Leute, merken, da unten nichts weiter gehen. Es ist irgendwas, was ich noch nicht sehe. Ja. Weil er nicht aufgepasst hat. So wie meine Wenigkeit. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Zwei Mondlichtfalter, die du nicht töten kannst, weil sie nicht landen. Also mit einem super Distanz-Zauberspruch oder mit einer Sniper, wollte ich gerade sagen. Mit einer. Hau mal das Ding an. Würde ich nicht riskieren. War da oben nicht noch so eine. Da war noch eine Plattform. Da oben. Nicht oben? Ja, eine Plattform. War oben. Wer weiß, welche Plattform ihr meint. Ich glaube, ich treffe zwar, aber. Nee. Das fehlt jetzt nichts. Sorry. Macht was. Geh mal! Ich bin gerade am überlegen, aber. Da oben war doch noch diese eine Plattform. So, welche Plattform meinst du denn? Die da hinten, in den Mondlichtfalter. Nicht da oben. Da. Wo du zuerst runter. Drauf hast du dann runtergesprungen bist. Das ist das erste Mal wieder auf. Ach so, okay. Wenn es da geht ein Weg hoch. Wenn wir die vielleicht töten, geht ein Weg hoch. Nachricht lesen? Was steht in der Nachricht? Wie?
Weg? Keine Ahnung, das frage ich mich ja auch gerade. Ach, das ist der Weg, der uns jetzt da, wo er gesagt hat, ja, genau. Wir fallen tief. Funkelt hat den Hals! Was war das? Nein! Ich hab die Funkelteile jetzt verpasst! Scheiße! Okay, merken. Weiter oder? Du stehst auf dem Weg. Rüber auf die Kappe. Was bringt es mir, wenn ich langsam gehe? Wenn ich die Klippe runterfliege, falle ich die Klippe runter. Scheint es ein mega langer Weg zu sein. Also ein mega breiter Weg zu sein. Vorsicht, Abgrund oder sowas hätten. Leute, schreibt das doch nicht deine, wo man es erst liebt, wenn man sowieso schon da ist. Das ist bestimmt eine heimtückische Angelegenheit hier. Wenn du nicht hier geradeaus weiter runter gehst, weil du direkt darauf zulaufen willst, fliegst du wahrscheinlich runter. Weil du einfach so schnell ans Item rankommen willst. Blaue Scholle. Wer zum Fick braucht diese ganze Kacke? Überspringen? Ich glaube nicht, das Ding ist da... so sehr abgrundmäßig. Ich sehe jetzt auch keine andere Möglichkeit. Geronimo! Okay, Leute. Wenn ich jetzt in den Tod springe, war es das für heute. Wenn nicht, dann machen wir noch ein bisschen weiter. Was wird passieren? Ich muss ungefähr hierhin rennen, auf die Seite kommen. Wetten wir jetzt angenommen. Ich wusste, dass ich auf die falsche Seite springe. Gut, das war's. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wie immer, schreibt alles in die Kommentare für die unglaublich epische Folge, wo wir nichts geschafft haben. Außer ganz viel sterben. Tick dich. Und, ja, in die Kommentare schroten. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online. Ja, offen. Offline. Ja, online, ne? Ist klar. Bis dann. Tschüss. Du wolltest gerade sagen, ihr seht euch offline.